Süßer Topfschnitt, Prinz Nikolas feiert dritten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Prinz. Nikolas von Schweden, 3, wird heute schon 3 Jahre alt. Das feiert das schwedische Königshaus mit einem neuen Porträt des Sohnes von Prinzessin Madeleine, 36. Schüchtern blickt der gar nicht mehr so kleine Fratz darauf in die Kamera. Er trägt ein weißes Hemd mit weißem Bubikragen. Besonders niedlich, seine großen Cola-Augen, die unter einem goldigen, blonden Topfschnitt hervorlugen. Die Ähnlichkeit zu seiner Mama ist wirklich verblüffend. Das trifft auch auf seine Schwestern zu. Leonore, 4, und Neuzugang Adrienne scheinen ebenfalls die starken Royal-Gene geerbt zu haben. Sie sehen aus wie kleine Ausgaben ihrer Mutter, der jüngeren Schwedenprinzessin. Das konnten Königshaus-Fans schon letzte Woche in der Schlosskirche Drottningholm feststellen, in der das 3 Monate alte Baby getauft wurde. Dabei standen alle 3 Geschwister im Fokus der Fotografen. Nikolas ließ sich von Papa Chris O'Neill, 43, bespassen, weil er eine Schnute zog. Und Leonore zog sich einfach mal die Schuhe aus und heulte barfuß über den Kirchplatz. Ihre ebenfalls royalen Cousins und Cousine stehen den 3 Geschwistern in puncto Drolligkeit übrigens in nichts nach. Der Anblick von Prinzessin Estelle, 6, und Prinz Oskar, 2, den Kindern von Victoria, 40, und Karl Philipps, 39, Söhnen Alexander, 2, und Gabriel bringt Herzen auf der ganzen Welt zum Schmelzen. Wem sieht Nikolas wohl ähnlicher, seiner Mutter oder seinem Vater? Stimmt ab!